Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, wir sprechen über einen Fall, der die Gerichte seit 2 Jahrzehnten im Prinzip beschäftigt. Und es geht um die Frage, darf man einfach so Teile aus einer fremden Tonaufnahme, aus einer fremden Komposition samplen und in die eigenen Stücke einbauen? Seit fast 2 Jahrzehnten, wie gesagt, befassen sich diverse deutsche Gerichte anlässlich eines Rechtsstreits zwischen dem Elektropionieren von Kraftwerk und dem Musikproduzenten Moses Pelham. Mit dieser Frage. 97 hatte Pelham eine 2 Sekunden lange Rhythmussequenz aus dem Kraftwerkstück Metall auf Metall entnommen und dann als Loop unter den Track Nur mir von Sabrina Settler gelegt. Kraftwerk haben sich das nicht so lange angehört und sind 2004, glaube ich, zum ersten Mal vor Gericht gezogen gegen diese Benutzung ihrer Musik. 2-mal ging die Sache durch alle Instanzen, bis schließlich im vergangenen Jahr das Bundesverfassungsgericht sogar schon entschied und sich für ein Recht auf Sampling aussprach. Jetzt möchte der Bundesgerichtshof das aber offensichtlich nicht einfach so stehen lassen und hat den Europäischen Gerichtshof eingeschaltet. Es geht also immer noch eine Instanz weiter. Worum es jetzt bei dem Streit bislang ging und worum es weiterhin geht und was das alles mit eurem Alltag im Netz zu tun hat, das weiß eben Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft und er ist bei mir im Studio. Nochmal schönen guten Tag, hallo. Hallo. Jetzt nochmal ganz am Anfang, um welche Kernfrage geht es denn im Streit zwischen Kraftwerk und Pelham und was hatte eigentlich das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung formuliert? Ja, du hast ja schon angedeutet, es geht um die zentrale Frage, darf man aus einer fremden Tonaufnahme Teile entnehmen? Samplen, also elektronisch kopieren und sie dann in ein eigenes Stück einbauen, ein eigenes Stück darauf aufbauen. Ja? Mhm. Und das Bundesverfassungsgericht hat im vergangenen Jahr dazu ein Urteil gesprochen. Das war, wie gesagt, nachdem der Fall schon 2-mal durch alle Instanzen gegangen war. Und da haben die gesagt, in Abweichung von dem, was bisher galt, naja, also solange die Möglichkeit, so eine Tonaufnahme wirtschaftlich zu verwerten, ja, für den Hersteller der Originalaufnahme nicht beeinträchtigt wird, na dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass man ohne seine Erlaubnis Teile aus dieser Aufnahme rausnimmt und für eigene Stücke verarbeitet. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig umdeute, hätte man das Kraftwerkstückchen im Prinzip komplett nachspielen müssen, um den Kraftwerk-People quasi die Einnahmen aus diesem Liedchen vielleicht schwieriger zu machen, weil alle sagen, hier diese neue Version von dem Lied gefällt mir besser. Das wäre so eine Möglichkeit. Ja, genau. Und das wird ja eigentlich nicht passieren. Nee. Dass man sagt, weil du einen Teil aus einem anderen Stück samplest, sagt sich jetzt jemand, kaufe ich mal lieber diese neue Version und nicht mehr die alte. Das ist der beste Teil eigentlich aus dem alten Lied, der hier gesampelt wurde. Da brauche ich nur noch dieses neue Loopstückchen hören. Genau, aber nur um das mal ganz klarzustellen, eine Einschränkung muss man nämlich ganz deutlich machen. Also hier war nämlich im engeren Sinne eigentlich gar nicht das Urheberrecht betroffen, ja, sondern ein sogenanntes Leistungsschutzrecht. Mhm. Urheberrecht schützt nämlich sagen die kreative Eigenschöpfung. Ja? Also das muss eine besondere Schöpfungshöhe, eine Originalität, könnte man sagen, da sein, damit überhaupt das Urheberrecht einschlägig ist. Und das haben die Gerichte bei dieser Rhythmussequenz verneint. Okay. Das heißt, daran gibt es wirklich nur das Recht des Tonträgerherstellers, also desjenigen, der die Aufnahme finanziert. Mhm. Ja, und dieses Recht soll eben seine Möglichkeit schützen, diese Aufnahme nachher zu verwerten. Im Prinzip ist aber völlig egal, was auf dieser Aufnahme zu hören ist. Ich könnte jetzt also auch, weiß ich auch nicht, Geräusche machen, ja, mhm, und das aufnehmen oder, weiß ich auch nicht, Meeresrauschen oder so aufnehmen. Und da würde genauso so ein Tonträgerherstellerrecht, okay, dran entstehen. Und das Dumme ist halt, es gibt keine Begrenzung nach unten sozusagen, wo dieses Tonträgerherstellerrecht aufhört. Ja? Also selbst wenn ich nur also einen atomar kleinen Bruchteil aus dieser Aufnahme rausnehme, verletzt das eigentlich dieses Recht des Tonträgerherstellers. Das ist also völlig absolut. Mhm. Und das war eben die Besonderheit an dem, was das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat. Sie gesagt haben, also man darf das, mhm, ja, man darf Teile aus einer Aufnahme rausnehmen, wenn man eben die Verwertungsinteressen nicht wesentlich beeinträchtigt. Mhm. Und da gab es ja dann auch Regelungen, die eine gewisse Länge betrafen. Dann hieß es mal eine Zeit lang, 5 Sekunden sind okay, 15 wird schon wieder schwierig. Also das ist ein Thema, das sich auch ständig wandelt. Ich glaube, das sind alles so urbane Musikerlegenden. Also es gab das nie, nee, irgendeine bestimmte Zeitspanne oder so, bis zu der oder ab der irgendwie Sampling zulässig oder unzulässig ist. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein Thema, das seit den 90er Jahren die Beatmacher in allen Ländern beschäftigt. Denn bis dahin war es ja völlig okay zu sagen, pass mal auf, dieser Marvin Gaye Sample, der ist einfach geil. Lass uns den benutzen und daraus einen neuen Beat basteln. Die Frage ist ja natürlich auch, ist es vielleicht dann doch auch eine kreative
kreative Leistung, diesen kleinen Schnipsel von Kraftwerk im Loop zu denken und aus diesem Loop dann eben ein neues Stück zu machen. Ist das nicht unter Umständen auch eine kreative Leistung? Ja, sicher. Und sie eben in einen bestimmten Kontext zu setzen. Das war übrigens auch eines der wesentlichen Gründe des Bundesverfassungsgerichts. Die haben nämlich gesagt, naja, also wenn man so Kunst beurteilt, muss man eben drauf schauen, was sind denn so die typischen Elemente, was sind die stilprägenden Elemente. Und Hip-Hop war schon immer Rekontextualisierungskunst. Also die Idee, etwas zu nehmen und es in einen anderen Kontext zu stellen und dadurch vielleicht seine Natur deutlicher herauszustellen. Ja. So, und im Grunde ist genau das auch die Idee ja beim Sampling. Ich nehme mir einen Schnipsel von hier, einen Schnipsel von da und füge das zu was völlig Neuem zusammen, was einen ganz eigenen Ausdruck hat. Ja. Und deswegen liegt, würde ich auch sagen, oder kann jedenfalls, es kommt natürlich mal darauf an, wie man es macht, aber in so Sampling kann natürlich eine total kreative künstlerische Eigenleistung. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich samplebasierten Hip-Hop viel lieber höre als die Artists, die quasi ihre Beats dann von einem Produzenten from scratch machen lassen. Weil in diesen gesampelten Beats, dann da atmet ja auch dann oft so ein Original-Hit aus den 60ern nochmal mit. Und was mir auch immer den Weg zu alter Musik geöffnet hat, war eben diese Sample-basierte, weil man dann wissen wollte, wieso ist dieser Dr. Dre-Beat so fett? Aus welche Samples sind da verwendet worden? Ja, fängst an zu dicken und so. Genau das, und schon bist du in einer ganz anderen musikalischen Welt unterwegs als die eigene. Jetzt habe ich in der Anmoderation schon gesagt, das ist jetzt vielleicht auch ein Thema, was zunächst so aussieht, als sei es nur für Musikproduzenten interessant und für Leute, die Beats zu Hause machen und die Kraftwerk-Pieces mitverarbeiten wollen. Aber im Prinzip geht es ja unter der Überschrift Recht auf Remix um viel mehr. Wieso ist das Thema auch interessant für Leute, die jetzt nicht zu Hause sitzen und für Hip-Hop-Beats machen? Ja, weil es diese Art von Konstruktion, also dass eben bestimmte Leistungen geschützt sind und die dann dazu führen, dass derjenige, also ne, zum Beispiel eine Aufnahme herzustellen oder so, dass derjenige dann eben andere von der Benutzung grundsätzlich erstmal ausschließen kann, es sei denn, er erlaubt es ihnen in der Regel dann gegen Geld. Mhm. Das heißt natürlich auch, man kann so kulturelle Leistungen ein Stück weit monopolisieren. Ja. Also die Benutzung und eben auch die Weiterentwicklung. So, und das gilt eben nicht nur für Musik, sondern genauso für alle möglichen anderen, also für Bilder zum Beispiel, für Texte. Ja. Und gerade im Internet haben wir eine sehr lebendige Meme-Kultur. Also Memes sind ja so ein Phänomen, was es eigentlich vor allen Dingen im Internet gibt, wo Leute eben ein Thema, ein Bild, einen Sound, was auch immer, immer weiter verändern und dem neue Bedeutungsnuancen sozusagen beilegen und dadurch auch oft kollektiv zum Beispiel Ereignisse oder Ideen oder so verarbeiten. Ja. Ja? Und diese Meme-Kultur ist eigentlich eine reine Remix-Kultur, wenn man so möchte. Und die ist eigentlich nach geltendem Recht so komplett illegal. Alles klar. Nur es kümmert halt keinen, weil es meistens in einem eher nicht kommerziellen Bereich und so abläuft. Aber man begibt sich theoretisch immer in die Gefahr, irgendwie abgemahnt zu werden. Mhm. Ja? Und was ich jetzt interessant finde, ist, dass es zum Thema Kraftwerk und Samples gibt es ja eine ganz lustige Geschichte von Coldplay. Mhm. Die haben im Lied Talk, oder die haben das Lied Talk komponiert, indem sie eben Computerliebe von Kraftwerk im Hintergrund ließen und haben da drüber gespielt und haben dann irgendwann gemerkt, diese Grundmelodie, das Thema von Computerliebe muss unser Thema sein im Stückchen Talk. Mhm. Dann haben sie noch jemanden gefunden im Studio, der Deutsch sprach. Der hat einen lieben Brief geschrieben an Ralf Hütte, von wegen, wir haben diesen Song so lieb gewonnen und haben um dieses musikalische Thema herum ein neues Lied komponiert. Hör dir das an und sag mal, ob es okay ist. Ralf Hütte hat sich's angehört, hat zurückgeschrieben, ist okay. Ja, wenn man nett ist, erreicht man viel. Moses Pelham, hat nicht gefragt. Das hat übrigens damals in der Verhandlung vom Bundesverfassungsrichter Hütte auch sehr deutlich gesagt. Also hätte man ihn da freundlich drum gefragt und so, dann wäre das vielleicht was anderes gewesen. Er hat darauf hingewiesen, dass er häufiger schon mal solche Sample-Lizenzen vergeben hat. Aber Moses Pelham hat halt wohl diesen Loop irgendwo auf einer CD gefunden, das Ding halt einfach benutzt, sich keine großartigen Gedanken darum gemacht, bis dann eben die Klage von Kraftwerk kam. Das fanden die halt nicht so lustig. Nee, das fanden die nicht so lustig. Das heißt aber unter Umständen, dass man als Musiker in Zeiten wie diesen damit leben muss, dass man sein Material, dass man seine LP quasi fertiggestellt hat und dann sagt man ja auch, man gibt es raus in die Welt und dann entwickelt sich so ein Eigenleben. Ja, ganz so einfach ist es nicht, wie gesagt. Also das bezieht sich eben nicht zum Beispiel auf Melodien, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, sondern immer nur auf Elemente einer Tonaufnahme, die eigentlich nicht im Urheberrecht im engeren Sinne unterfallen. Okay. Und deswegen wird das ein bisschen schwierig, das so allgemein zu übertragen, jetzt insbesondere zum Beispiel auf Melodieverläufe oder so. Ach, das heißt, die ganzen DJs, die zu Hause Beats produzieren, die sind immer noch ganz verwirrt, egal was jetzt quasi der EuGH sagt. Naja, also Beats, wie gesagt, wenn es so Rhythmuselemente sind, einzelne Sounds zum Beispiel aus Stücken und so, das ist eigentlich wirklich relativ unproblematisch. Das dann jetzt zu entnehmen, wenn es denn wirklich bei dem bleibt, was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat, denn genau das ist ja jetzt, sagen wir mal, in Frage gestellt. Ja. Und was glaubst du, wie könnte der EuGH nun entscheiden und was hätte das für Folgen, also die jeweiligen Entscheidungen? Naja, also zunächst mal war es ja so, dass nur ganz kurz vielleicht noch zu dem Hintergrund, der BGH, der Bundesgerichtshof, ist manchmal ein wenig dievenhaft und er hatte in dieser Sache ja schon zweimal entschieden und hatte Kraftwerk Recht gegeben. Ja. Dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat eigentlich diese Entscheidungen umgedreht und gesagt,
nee, ihr müsst die Ausstrahlungswirkung der Kunstfreiheit beachten. Ja. Und das heißt eben, ne, wenn hier kein wirtschaftlicher Schaden entsteht, dann da Kunst dürfen ist wichtiger als Markt sozusagen. Ja, vielleicht, kann man so sagen. So, also das war schon eine relativ wichtige Entscheidung. So, und das findet der BGH natürlich nicht gut, weil die das vorher anders gemacht haben. Weil jetzt stellen die sich also hin und sagen, also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt so entschieden, die haben uns die Sache zurückgegeben, wir sollen jetzt also die eigentliche Entscheidung in der Sache treffen. Aber geht das denn eigentlich, was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat? Ist das denn mit dem Europarecht vereinbar? Und genau diese Frage steht jetzt im Raum. Denn auf europarechtlicher Ebene ist dieses Tonträgerherstellerrecht eigentlich absolut geschützt. Mhm. Und es gibt da eine Reihe von Ausnahmen, die vorgesehen sind. Und die Frage ist jetzt, ob das, was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat, eigentlich einer dieser Ausnahmen unterfällt. Ja. Und diese Frage hat jetzt der BGH dem EuGH vorgelegt und gesagt, geht das eigentlich so, was uns das Bundesverfassungsgericht da jetzt gesagt hat? Und da darf man eben jetzt mal gespannt sein. Ja, das ist also schon spannend. Gibt es diese freie Benutzung, so heißt das, was das Bundesverfassungsgericht da ausgeurteilt hat. Das ist jedenfalls in der Explizitheit gibt es das im europäischen Recht nicht. Dann haben die nochmal gefragt, der BGH nochmal gefragt, oder könnte das vielleicht auch dem Zitatrecht zuzuordnen sein? Das ist schwierig, weil es wird ja nicht explizit gesagt, dieser Loop stammt aus einem Kraftwerksong. Das wäre nämlich typisch für ein Zitat. Ja. Das ist ja eben hier nicht gegeben. Ja, aber im Nachhinein klärt sich das dann doch. Also es gibt doch kaum einen samplebasierten Hip-Hop-Beat, von dem nicht alle, die den Beat mehr als zweimal gehört haben, wissen, wo der Sample herkommt. Das fragt man sich doch dann irgendwann früher. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, für ein Zitat wäre typisch, dass der Verwender eben sagt, ich habe das da und da. Und das ist offenbar ja eben nicht passiert. Also insofern, es bleibt wirklich spannend, diese Frage, wie wird der EuGH das ausurteilen? Wenn er nämlich sagt, okay, das, was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat, ist gedeckt von dem europäischen Recht, dann haben wir tatsächlich so ein bisschen was wie ein Recht auf Sampling, Recht auf Remix. Ja. Die Anfänge eines Rechts auf Remix hätten wir dann tatsächlich, ohne dass irgendwas weiter passieren müsste. Dann würde sich eben wahrscheinlich die Frage anschließen, naja, wie ist denn das jetzt mit der Vergütung, wenn gesampelt wird, kriegt derjenige, der das Original aufgenommen hat, irgendwas dafür oder so. Das müsste dann geregelt werden. Wenn der EuGH sagt, das geht alles so nicht, was das Bundesverfassungsgericht hier ausgeurteilt hat, na dann stellt sich die Frage, ja, sollte man das dann nicht vielleicht im Recht verankern? Also und wir haben gerade eine Urheberrechtsreform, die auf europäischer Ebene läuft und das wäre der richtige Ort, um dann tatsächlich ein solches Recht auf Sampling zu verankern. Allerdings momentan sieht das nicht sehr gut aus, denn gerade die Urheberrechtslobby, die gerne möchte, dass die Dinge eigentlich so bleiben, wie sie sind, die hat da sehr stark ihren Fuß in der Tür, möchte ich mal sagen. Und also das wird ein hartes Stück Arbeit, sowas wie ein Recht auf Sampling im europäischen Recht zu verankern. Wann ist mit dem Urteil des EuGH zu rechnen? Ist das, wie geht das, zackig oder dauert das noch ein bisschen? Nee, das dauert also in der Regel ziemlich lange. Das ist ein sogenanntes Vorabentscheidungsverfahren jetzt. Das kann, sagen wir mal, zwischen einem halben Jahr und auch über einem Jahr dauern. Ja, aber das ist gut. Dann kann man jetzt anfangen, Beats zu basteln und dann darauf hoffen, dass sie in einem Jahr legalisiert werden quasi. Na, vielleicht, genau. Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft war bei mir. Wir haben über das Recht auf Remix gesprochen und über eine Entscheidung, die im EuGH nun getroffen werden muss. Es geht im Prinzip um einen ganz alten Rechtsstreit, der begonnen hat, als Moses Pelham 1997 ein Kraftwerk-Sample für Sabrina Setlur verwendet hat. Wir haben zwischendurch auch gesagt, Moses Pelham ist halt jetzt auch so ein Kandidat, dem man das ungern überlässt, so ein Sample. Aber es ist halt jetzt in der Tat eine Auseinandersetzung, die zu Entscheidungen führen könnte und die auch dazu führen könnte, dass sowas wie ein Recht auf Remix unter Umständen auch in der Gesetzgebung festgeschrieben wird. Volker Tripp, vielen Dank für deinen kurzen Besuch. Flux FM in digitaler Gesellschaft.